Ja, Boris und Bernie, 1-0 gewonnen bei Diesel Goldsburg. Bin richtig stolz auf die Truppe. War ein Arbeitssieg. Ja und? Arbeitssieg. Man kann nicht immer 2-3 Tore schießen. Und wenn man nur ein Tor schießt, was macht man dann? Genau, 1-0 gewinnen. Unser Capitano vorne, Reus, eingemacht vorne, Vorarbeit Sancho, klasse. Unser Tribun im Mittelfeld, Hecke Witzel, alle mitgerissen, vorne, hinten, mit Delaney, richtig die De La Penos kommen lassen. Unser Torwart, Bum Bum Bürki, für mich der beste Torwart in der Bundesliga, hält immer 1-2-hundertprozentige. Hinten links, Guerrero, für mich ein Neuzugang, Weltklasse-Verteidiger, endlich, rechts, Hakka Hakimi, aber der Junge spult ab, der wird immer schneller, aber der muss sich Ball auf der B1 warm machen. Unser K2-Berg hinten, Zakadou, der ist 19. Hör mal, wenn du mit dem Pressball machst, da liegt das Kreuzband in Wanne Eickel und die Achillessehne liegt in Essen-Borbeck. Der ist 2,80 Meter hoch und 300 Kilo schwer. Der Junge, der wird einer. So, jetzt Dienstag gegen Ayoli Madrid, wir haben 9 Punkte. Locker weg, keiner darf sich verletzen. Ich bin schon im Paragraph 1-Modus, werde auch nichts gegen Madrid sagen. Bin schon voll im Bauersuchfrau-Modus. Hör mal, die zerfleischen sich gerade selber. Selbst die Spielertussen sagen jetzt schon was. Hier die Pferdeflüsterin hier von Müller. Hat Paragraph halb 4 gezogen. Mein kleiner Thomas spielt nicht. Was soll das? Hier, Manuel guckt immer gleich. Neuer hat seit 8 Stunden keinen Ball in der Bundesliga gehalten. Genau wie ich. So, alle Borussen, ich hab einen Traum. Ja, Samstag. Samstag schießen wir die Bauersuchfrau aus dem Tempel. Dann haben wir 7 Punkte Vorsprung. Ja, danach gehen wir in Strobels. Dann habe ich Geburtstag. Dann hauen wir uns alle in die Glatze. Dann drehen wir das Ding auf links. Mit meinen Kumpels. Munir, Ben, Fateh, Jelassi. Die tunesische Blutgrätsche. Malo Moe und Mumu Leo. Dann machen wir richtig Party. Also in dem Sinne, aber nur der BVB. Aber nur der BVB.